Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Raft-Special Baumöglichkeiten in Raft. Heute werden wir auf das Raft von Maria und Softeis gehen. Die beiden haben nämlich vor einiger Zeit einfach mal gemeinsam angefangen und das Ganze ist in schwer passiert. Und naja, sie haben versucht zu überleben. Sie hatten sogar teilweise sogar 4 Haie manchmal gleichzeitig. Also sie haben sich da wirklich durchgebissen. Und jetzt bin ich super gespannt, wie das Floß aussieht. Also lasst uns gleich mal Looky Looky machen. Ich habe auch schon gesehen, ihr habt schon was ein bisschen mit Farbe gemacht, ne? Ja, du kannst sogar die Netze anmalen mit Farbe. Geil. Und hier habt ihr auch alles mit Fundamentrüstung gemacht, ne? Ja, weil wir das noch nicht wussten, ne? Das haben wir erst dann irgendwie so mitgekriegt, dass man das gar nicht braucht. Ja. Okay. Ja. Ja, aber wie gesagt, find ich schön. Also. Ja. Auf dem anderen haben wir noch nicht genug, haben wir die Materialien nicht ausgeben wollen, weil es auch so ging. Ja. Genau. Und dadurch, dass ihr jetzt zu zweit hier auch seid, ne? Kriegst du dann schon eher die Materialien vielleicht zusammen, ne? Ja. Was habt ihr hier? Oh, das ist alles leer? Das andere ist einfach größer, weißt du? Ja. Hier war ja, hier angefangen hat das eigentlich, Maria hat gesagt, ich habe keine Lust mehr, das ist jetzt so einfach geworden. Ich glaube, ich will in schwer starten. Hat Monika gesagt, das kannst du aber nicht alleine machen. Das müssen wir dann zu zweit machen. Und dann haben wir daraufhin beide zusammen angefangen. Ja, ich hätte mich das jetzt auch nicht getraut, weil wie gesagt, ich weiß noch, wie schwierig das war am Anfang, aber dass du jetzt halt einige Materialien mehr bekommst, dass das so ein bisschen vielleicht ausgeglichener ist, dass du es sogar alleine schaffst, ne? Mhm. Also die erste Woche war hart. Ja, das stimmt. Zwei, drei Tage. Mhm. Ja. Also habt ihr auch 2, 3 Haie dann gehabt am Anfang? Wir hatten sogar 4. 4 Haie zum Teil tagelang. 4? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich habe immer nur von 3 gehört. Ich auch nicht. Doch. Ach, du heiliger Strohsack. Und es hat auch nichts gebracht, dass man die ab und zu mal tötet und dann spawnt der eine vielleicht nicht mehr nach oder so? Doch, manchmal ja. Also du hast dann, dass dann mal halt bloß noch 3 sind oder dann auch mal bloß noch 2. Ja. Aber wir haben eine super Methode gefunden, wie wir die wirklich richtig gut erledigen können. Mhm. Genau. Wir schmeißen einen Haiköder hier so entlang am Schiff, dass der Haiköder hier an der Kante liegt. Ja. Und dann gehen alle 4 Haie auf den gleichen Köder drauf. Ja. Und wir stehen hier oben mit den Speeren und hauen den einfach ins Gesicht, bis alle 4 tot sind. Ja, sehr geil. Und wann spawnen die dann, also spawnen die dann nicht mehr so schnell nach, dass ihr dann auch ein bisschen Zeit habt, mal ein bisschen ganz unter Wasser? Normal, aber dann kannst du erstmal runtergehen und inselnah die Sachen machen und dann halt vom Boot, wenn du dich da wegbewegst, kommen sie dir ja eh nicht mehr hinterher. Ja. Aber du musst nah an die Insel ranfahren, also so lange Strecken dann zu schwimmen mit 4 Haien im Nacken ist nicht. Nee. Wobei Maria todesmutig ist, also bei 2 Haien springt die ins Wasser und schießt die dann noch ab. Ja. Sehr cool. Okay, und wie gesagt, hier habt ihr ja die Reiniger. Ihr habt die Motoren. Also ihr habt einen Keller gemacht sozusagen, ne, eigentlich hier. Und ihr spielt dann ab dem ersten Stock dann. Genau. Ein paar Sachen sind hier, Batterieladestationen, sowas ist denn hier unten. Okay, 3 Motoren habt ihr. Ja, cool. Das ist dann im Prinzip das alte Lager. Das haben wir dann genau gelassen, was da drin ist. Und das neue Lager ist gut. Okay, gut. Mhm. Ja. Rampe hoch. Ich nehme meinen Aufgang. Okay. Das hat Schlaf gemacht. 228 Tage. Aha. Ja, cool. Auch mit den Bildern wieder hier, mit den Blumen, die machen schon was her, ne? Ja. Die Bäume da hinten finde ich auch schön. Mhm. Ja. Wir haben da ja keine Wand, sondern haben bloß die Bäume hingesetzt. Ja. Ach, siehst du, hier können wir auch mit 3 Mann schlafen gehen. Da hinten ist ja noch ein Bett.
Ja. Kann man wieder hell machen. Wir haben da hinten noch so eine schöne Chill-Lounge. Ja, Mann. Genau da. Ach, cool. Das sieht ja auch schön aus, ja. Guck mal hier. Hammer. Ja, dann gehen wir kurz pennen und dann haben wir es Genau, nochmal in dann ist es hell. wieder hell. Na. Darfst du in der Chill Lounge pennen? Ja, Mann. Gefällt mir. So, hier sind die Möwen. Hier ist noch eine Tiki. Und hier ist eure Imkerei. Die habt ihr länglich gebaut, aber eigentlich genauso wie du jetzt, Maria, ne? Nur halt, okay. Auch das Dach hier wieder so, okay. Ja, cool. Einmal abgeerntet, fertig, ne? Das Ernten ist so schön. Guck, machst du einfach Ja. fertig. Aber du musst die anderen beiden auch mitnehmen. Ja. Auch viel Gepäck. Geil. Voll cool. Okay. Und das ist jetzt euer neues Lager, oder was hier? Genau. Ja. Ja, Bin ein cool. großer Fan der Schränke. Ja, ne? Ich habe auch gesagt eben zu Maria, ich finde die gut. Plastik, Gemüse, Obst, Federn, ja, perfekt. Hier ein bisschen versteckt der Reiniger. Genau, hier holt euch ja immer Wasser, habt ihr gesagt. Genau. Und an der Decke lang, das hat funktioniert hier mit den Rohren. Ja, logisch. Ach, cool. War ja eigentlich viel die Frage gekommen, ne? Kann man die irgendwie. Ich weiß nicht, ob du es. Achso, nee, heute ist es verbunden. Manchmal ist hier, wo dieses Dreieck ist, das Rohr nicht verbunden, aber das Wasser läuft trotzdem. Ich sehe es auch nicht verbunden. Okay, bei mir ist es verbunden. Okay, bei mir ist es auch verbunden. Okay. Nee, bei mir ist offen. Okay, und das ist anderthalb hoch und das ist dann ist genau perfekt, dass es das eigentlich an der Decke entlang führt. Ja, Genau. wir wollten es nicht verkleiden, also uns hat es nicht gestört. Ja. Na ja, gut, du läufst ja auch hindurch, du musst dich nicht ducken oder was auch immer. Eben. Alles gut. Ja, Hier ist dann gerade cool. Monikas Schmelzbereich. Und hier habt ihr schon den grünen Roboter, habt ihr hier auch schon den goldenen? Nee. Auch noch nicht. Was fehlt euch Mhm. hier noch? Oh, keine Ahnung. Ist ja nicht Gar nichts mehr. weiter. Ach Nur so? noch der goldene Roboter. Die Bilder haben wir hier alle Bilder zusammen, haben die wir. Tickets haben wir zusammen. Also eigentlich fehlt uns hier bloß noch der goldene Roboter. Aber Krass. wir haben hier jetzt schon lange nicht mehr weitergespielt, davon abgesehen. Ja. Okay. Hier wird dann gelenkt. Genau. Hier kommt dann mein Angelplatz. Ups, mit der Raffinerie. Ah, hier, cool, versteckt. Und dann habe ich hier halt meinen schnellen Aufgang, wenn ich denn hoch will. Ja. Hast du Marias wunderschöne Küche gesehen? Ja, da muss ich noch rein. Apropos. Ihr habt so viel dekoriert und so viel mit Pflanzen und keine Ahnung was. Das ist so gemütlich, ne? Ihr wart einige Mal auf Tangaroa bestimmt, ne? Ja. Ja. Maria liebt Tangaroa. Nee, es sieht Ja, nein, richtig mir geht schön das immer aus. bloß wegen die Erdbeeren. Ist alles gut. Du kriegst ja bloß da die ollen Erdbeeren. Und es gibt immer so wenig Erdbeersamen. Die hätten ja an dem Automaten nochmal Erdbeersamen zum Verkauf anbieten können. Das ist eine gute Idee. Irgendwie kuschelig, ne? Ja, hier aber halt drei Töpfe, weil mit Ja. zwei Mann mussten ein bisschen mehr kochen. Ja, naja, gut, passt. Schön. Hier Marias oben geht's dann. Kitchen. Ja. Sehr cool. Hier oben geht es dann gleich nach den Ziegen hoch, wenn ich dann Milch brauche, denn. Auch mit den Rampen ist das eine coole Idee, ne? Statt irgendwie Leitern oder sonst irgendwie was zu bauen. Monika mag die Treppen nicht so gerne, bleibt sie immer hängen, sagt sie. Okay. Genau. Alles verraten. Aber Maria ist ein Fan der Rampen geworden. Jetzt sagt sie schon selber, Ja. wir bauen da eine Rampe hin. Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Das stimmt.
Sehr cool. Und wie gesagt, Lama habt ihr noch kein. Nee, da hinten sind. Ach, ihr habt die getrennt. Hier sind bloß die Ziegen oben. Okay. Und hier habt ihr jetzt. Rumgehen. Da habt ihr jetzt hier die Rohre dann versteckt, oder was? Ja. Ja, die sind hier unten drunter. Die gehen dann unten lang. Die gehen an der Raffinerie lang, die haben wir eingebaut. Ja, cool. Zebra-Lama. Alle Vögel. Sehr cool. Und auch überall Seilrutschen, dass du schnell irgendwo überall hinkommst. Ja, es ist nicht groß, aber so viel Spaß haben ein paar reingemacht. Ja. 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 Aber ich mag das, es ist so ein bisschen verwinkelt. Ich mag sowas. So, okay. Und hier habt ihr noch ein Türmchen. Ist es nur für Aussicht oder habt ihr es speziell jetzt gebaut wegen Seilrutsche? Eher wegen der Aussicht. Ah, okay. Also stand es schon vor der Seilrutsche? Weiß ich gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Kam alles so zusammen. Genau. Sehr, sehr cool. Möchtest du eine Seilrutsche haben? Möchtest du rutschen? Nein, alles gut. Beim anderen Floß brauchen wir auch ein Seilrutschenwerkzeug. Ja, ja, das stimmt. Okay. Aber habe ich auch im Schrank. Ja, lustig. Warte mal. Ach, hier sehe ich ja auch, ihr habt die ganzen Pflanzen. Die Pflanzkörbe habt ihr ja auch alle in verschiedenen Farben. Ja, das gestrichen. Hat Monika gemacht, ja. Das mache ich immer so. Ja. Ja, sieht cool aus. So, und wenn ihr jetzt hier seid und lenkt, euer Anker ist unten, ne? Ihr müsst jetzt hier runter, oder was? Ja, meistens haut dann der Anker den Anker raus. Genau. Okay. Du kannst einfach hier nach hinten rennen und hier runter hüpfen und dann bist du beim Anker. Ah, okay. Ja, perfekt. Hier hinten fehlen die drei Planken. Das ist unsere Hai-Abbissstelle. Ah, Wenn wir mal wieder Lust auf Haifleisch haben, dann ja. Klatschen wir da drei Planken ran und dann. Sehr cool. Genau, hier könnt ihr auch gleich die Motoren ausmachen. Ja, perfekt. Das sieht echt nicht schlecht aus hier mit den Rampen. Das gefällt mir. Sehr cool. Ja, Mann. Hier war wirklich so, ne? Entsteht. Einfach so. Unser schickes Klavier, auch hier wieder. Ja, das ist der Klavierplatz, den hat Maria so schön gemacht. Monika sagt immer, ich stelle dich, bei mir wird das Klavier immer so richtig in Szene gesetzt, sagt sie immer. Du stellst auch teilweise die Pflanzen auf irgendwelche Gegenstände, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre. Guckst du, selbst auf ein Klavier passt so eine Pflanze drauf. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Klein, ja. Diese kleinen oder Kerzenflasche kannst du auch draufstellen. Ach, cool. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Siehst du? Jetzt gucke ich mal, wie das von außen ausschaut. Und warum habt ihr jetzt zwei Dingsbumse? Jetzt müsst ihr gleich wieder raten, was ist ein Dingsbumse? Ein Segel? Segel? Segel. Weil sich die auf dubiose Art dupliziert haben. Hä? Ich habe abgebaut und hatte zwei Segel in der Hand. Ach so? Du musst mal im Discord gucken, da ist ein Bild vom Segel, das sieht ganz komisch aus. Wir hatten da einen Bug und das Segel sah ich erinnere mich. So aus, als wenn das nach zwei Seiten geht. Und als Maria es dann abgebaut hat, hatte sie zwei Segel. Ah, okay. Ah, genau, das waren die Bilder, wo ihr gesagt habt, hier sind nur Bugs irgendwie, ne? Ja, 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 ja. Okay. Wir hatten lustige Erlebnisse hier auf dem Boden. Ja. Cool. Eine Dings von Tangaroa, diese Rutschen, die quer durchs ganze Floß gegangen sind. Oh Gott. Sehr, sehr cool. Klein, aber fein. Ja. Genau, das war das Ziel. Also wir wollten gar kein großes, sondern ich hatte ein bisschen Bedenken auch wegen der Performance. Ja. Weil mein Computer nicht so gut ist. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das klein und funktional und dann genau. Ist halt einfach so gewachsen. Genau, passt. Ihr habt auch nicht so viele Lampen angebracht, ne?
Ja, aus dem Grund. Wobei ich jetzt festgestellt habe, bei dem größeren Floß, dass es eigentlich doch noch relativ gut geht. Also sie haben irgendwie ein bisschen an der Performance geschraubt, weil das andere ist größer. Das spielen wir aber auch in einem. Okay. Okay, gut. Und das war das erste Floß in Schwer von Maria und Soft Eyes. Und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Wie fandet ihr dieses Floß? Und ich freue mich jetzt schon auf ein weiteres Special, was jetzt auch demnächst rauskommt und das wird zufälligerweise auch nochmal bei Maria und Soft Eyes sein. Ein weiteres Floß, ein weiteres Projekt von Ihnen und darauf bin ich jetzt sehr gespannt und freue mich drauf. Bis dann!